Yamaha PW50, ein neues Projekt von uns. Wir begleiten das Ganze mal vom Unboxing bis zum Anbauen der Parts, die auch für die Kleinen gerade wichtig sind. Nach und nach kommen hier mehr und mehr Zubehörteile ran. Einige Sachen, die optisch wichtig sind und andere Sachen, die auch wirklich technisch einen Sinn machen. Wir begleiten das Ganze mit mehreren Folgen und zeigen so auch den ganz jungen Einsteigern, was wichtig ist und was nicht. Zur PW50, ganze Generationen haben damit eigentlich angefangen. Von der reinen PW50, die es schon jahrzehntelang gefühlt gibt, bis zum PW50-Umbau mit Seitenwagen gibt es 1000 Versionen. Jeder von uns hat irgendwann mal mit was ganz Kleinem angefangen. Das Moped hier hat es überlebt, die gibt es immer noch neu zu kaufen. Wird immer noch viel gebraucht, da gibt es immer noch viel Zubehör für. Und eigentlich der ideale Einstieg, wenn es darum geht, irgendwie Benzin als kleines Kind zu verbrennen. Und bevor es hier richtig los mit dem Fahren geht, ist eigentlich bei jeder neuen PW so eine wunderbare Bedienungsanleitung drin. Jetzt macht der eine oder andere ein bisschen Schmunzeln und gesagt, habe ich noch nie ausgepackt. Da stehen durchaus ein paar Sachen drin, die sind ganz interessant. Und gerade wenn es darum geht, wie ist das Motorrad gedrosselt, stehen hier die richtigen Infos drin, um sie gegebenenfalls entzudrosseln. Hier am Gasgriff haben wir schon die erste Drosselung. Yamaha nennt es im Handbuch ganz nett Drehzahlbegrenzer beschrieben. Das ist nichts anderes wie eine Einstellschraube am Gasdrehgriff, die den Weg des Gasgriffes einschränkt. Das heißt, Schraube reingedreht, habe ich kaum noch eine Öffnung am Gasgriff. Das wiederum sorgt dafür, dass auch der Vergaserschieber nicht ganz hoch geht. Dementsprechend weniger Benzin, weniger Luft, weniger Leistung. Das Motorrad wird nicht so schnell. Trauen wir unserem Kleinen zu, dass es auch mal ein bisschen forscher geht, können wir die Schraube ganz rausdrehen und wir haben dann den vollen Gasschieberöffnung und das heißt auch volles Rohr. Mit der Drosselung am Gasgriff nicht genug, steckt in der kleinen PW auch in dem Auspuff noch eine sogenannte Drosselscheibe. Wie man die entfernt, zeigen wir euch gleich. Nicht nur, dass wir da oben die Drosselung im Gasgriff haben, den sogenannten Drehzahlbegrenzer über die Stellschraube, ist die PW50 auch noch über eine kleine Reduzierscheibe im Auspuff gedrosselt. Wie auch schon mit dem Gasgriff, sollte der Kleine ein bisschen mehr wollen, sollte er ein bisschen mehr Übung haben, kann man mit den beiden Sachen die PW relativ zügig auch schneller machen, dass es den Jungs dann mehr Spaß macht. Aber bitte immer nur zusammen das Ganze machen, nur den Gasgriff rausnehmen, die Drosselung im Gasgriff rausnehmen und die Scheibe da drin lassen, funktioniert auf Dauer nicht gut, weil alles, was reingeht, muss auch wieder rausgehen. Dann kann man lieber sagen, man nimmt nur die Drosselscheibe im Auspuff heraus und begrenzt immer noch etwas über den Gasgriff. Das ist immer das, was am wichtigsten ist. Mit dem zusammen wird es dann wirklich langsam oder auch schneller. Der Auspuff relativ einfach mit 3 respektive 4 Schrauben eigentlich abgenommen. Dann sieht man sogleich vorne an der Dichtung vom Auspuffkrümmer zum Zylinder, dass wir da wirklich eine Verengung drin haben. Das ist keine Verengung, das ist monumental. Dass, wenn diese Scheibe da drin ist, weniger Abgase rauskommen, das Motorrad entsprechend langsamer ist, weniger Leistung hat, sollte jedem klar sein. Aber es ist halt auch immer nach dem Gusto des Fahrkönns der Kinder, was man denn wirklich will. Zu empfehlen immer, lasst die Drosselung oben im Gasgriff einstellbar drin, da kann man begrenzen. Diese Scheibe macht für mich eigentlich wenig Sinn. Nachdem wir dann gleich alles wieder zusammengebaut haben, den Auspuff wieder so befestigt haben, wie er vorher dran war, fehlen eigentlich nur noch Öl und Benzin. Der letzte Schritt wäre dann vor der ersten Inbetriebnahme, dass wir noch Benzin und Öl einfüllen. Was gibt es dazu zu sagen? Bei dem Öl immer Ölsorten nehmen, die auch für eine Getrennschmierung sind. Das heißt, hier haben wir einen externen Öltank und der mixt sich zusammen mit dem Benzin selber das Gemisch. Handelsübliches 2-Takt-Motocross-2-Takt-Öl, was es so gibt und was wir auch im Shop haben, kann man da immer verwenden. Und beim Benzin können wir ruhig das gute Superbleifrei nehmen und nicht unbedingt das E10, weil der kleine Motor dankt es bestimmt. Benzin ist drauf, Öl ist drauf, normalerweise sollte sie jetzt so anspringen. Wie wir eben schon erwähnt haben, das wird eine komplette Serie, was man machen kann, was man machen sollte, um den Jungs da eine vernünftige Basis zu geben, und gerade PW50 eignet sich perfekt. Alle Teile, die wir in Zukunft verbauen, wird es wie immer natürlich auch bei uns im Shop geben.